Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir beginnen gleich einmal den Wald von Firon etwas mehr zu erkunden. Und zwar mit Midna Jumps. Komm. Oh, das sieht gefährlich aus. Aber wir haben es geschafft. Hallo Fledermäuse. Oh. Sind schon tot. Okay, wir beeilen uns hier schnell rüber. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich das Ganze wieder dreht. Und rede ich. Danke. Damit wir hier hinüberkommen. Ja, genau. Ich würde auch gehen, wenn so ein riesengroßer Holzklotz. Okay. Okay, nochmal. Danke. Und nochmal. Und ich denke, bei diesem Lied schafft es der Wolf nicht ganz in der richtigen Tonhöhe zu singen, also zu heulen. Ah, es scheint doch ein anderes gewesen zu sein. Es war gar nicht nochmal so schlecht. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Es soll eigentlich heißen, nicht als Wolf hinkommen, sondern als Mensch. Okay, das heißt... Wow! Im südlichen Bereich von Hyrule. Das ist gar nicht einmal so weit weg. Das ist cool. Ich weiß gar nicht einmal, welche Technik das ist. Aber ich kann es mir denken. Trotzdem, wir begeben uns jetzt hier hinein. Und hier sollte das Masterschwert verborgen sein. Und wir sind im Heiligenhain. Das ist so wie... Ja, in jedem eigentlich. Wir haben hier noch einen Heulstein sogar. Und wer die Musik einmal ohne Flöte genau sich anhört, Chainsaw Man, das ist eine wichtige Message an dich. Es ist genau dasselbe Lied, was wir hörten, wie wir Midna mit uns getragen haben. Schauen wir es uns mal an. Okay. Nein, das ist falsch. Für mich klang es richtig. Haha. Ja, hier genau. Da schafft es der Wolf nicht hoch genug zu heulen. Ja, aber das war jetzt nicht, um noch eine neue okkulte Kunst zu lernen. Nein, das war, um diesen Typen hier zu rufen. Und ich kann diesen Typen nicht leiden. Ich weiß nur vom englischen Namen Skull Kid. Und der beschwört diese komischen Deko-Puppen, die wir besiegen müssen und ihm folgen müssen. Genau gesagt, wir müssen nur ihm folgen. Es ist scheißegal, ob ich die besiege oder nicht.
Aber das reicht meistens aus, um alle zu besiegen. Aber trotzdem, sie kommen immer wieder nach, deswegen, sie nerven richtig. So wie hier. Und es hilft auch gar nichts, wenn man versucht, denen zu entkommen. Denn die sind um einiges schneller als ihr seid. Könnt nur hoffen, wenn ihr hört, dass die Musik schon laut genug ist, dass ihr ihm nahe genug seid und ihn gleich einmal angreifen könnt. Aber er wird jedes Mal verschwinden und wieder wegrennen. So, zeigt uns wenigstens die Kamera, wo es war. Ja, genau da. Also wir beeilen uns, ich möchte nämlich nicht wirklich jedes Mal Zeit mit denen verscheißen. Manchmal muss ich es leider. So. Ja, hier ist er. Irgendwo. Ich hör's. Oh ja, ich habe ja vergessen, die können ja auch schwimmen. Okay, aber hier ist es nicht so wichtig, dass ich die besiege, denn sobald ich hier oben bin, sie können mir nicht nachfolgen. Aha. Ah. Ist sich trotzdem ausgegangen. Durch den Bounce bin ich wieder zurückgeflogen. Hahaha. Okay, wir kommen leicht voran. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so schnell jedes Mal finden würde. Aber er hat links hinauf gesehen, deswegen schätze ich mal, ich bin hier oben und er ist hier unten entlang gelaufen. Ja, komm, lass mich raus wenigstens. Sehr schön, okay, weiter. Jetzt dürfte er direkt über uns sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich wieder hinaufkomme, aber ich schätze mal, das ist wieder das... Ah, der Weg ist ja noch zu. Schön für dich. Ein Herz. Okay, das heißt, wir begeben uns gleich mal hier entlang. Und hier oben ist er. Okay. Irgendwie müssen wir also raufkommen. Also versuchen wir es mal hier rüber. Ich habe keine Ahnung. Und hier geht's rauf, deswegen schätze ich mal, dass das der richtige Weg ist. Kommt's runter schön, danke, weil rauf kommt sie nicht mehr, Vollidioten. Haha. Ja, anscheinend schaffe ich es in ein Video reinzubringen, wie ich ihn besiege. Das ist sehr schön. Bam. Bam-o-lam. Und er öffnet diese Steinwand. Ich schätze mal, das ist gut, denn Steinwände haben wir vorhin noch nicht gesehen, nur diese Baumstumpfwände. Deswegen denke ich mal, ist das jetzt die letzte Passage. Indeed. Das war die letzte Passage. Und jetzt folgt der Kampf gegen ihn. Der echte Kampf. Wow. Okay, er wird jedes Mal, also beginnen wir da glaube ich mit 4. Ja, und jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, erhöht er die Zahl um 1. Wenn ich ihn versuche, direkt anzugreifen, passiert nichts. Er wird sich irgendwie wegporten und alles ist für den Arsch. Alles, was ich machen kann, ist zuerst die besiegen. Und wenn er dabei ist, neue zu rufen, ihn anzugreifen. So, jetzt sind 5 dran. Einfach schon mal laden. So, wo bist du? Komm, ruf. Haha. So, jetzt ruft er 6. Und das sollte es dann eigentlich gewesen sein nach den 6. Okay, ihr nervt. Das sind mehr als 6. Weit genug hinten stehen, damit ihr auch raufspringen könnt, ansonsten geht sich das Ganze nicht aus. Sonst stoßt man nur vorne an. Okay, und wir haben ihn besiegt, aber das war's noch nicht, Leute. Fang mich doch! Nein, keine Lust mehr.
Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Lust mehr, dich zu fangen. Okay. Das heißt, wir sind angelangt an einem Rätsel. Wer mich jetzt fragt, was für ein Rätsel, ich sehe hier nur, dass du gerade heulst. Ja, das Rätsel wird jetzt gleich kommen und ich werde auch gleich abcutten, Leute. Ich bin fies, ich weiß. Und was dagegen? Oh Mann, ey. Lern heulen. Okay, und zwar. Schwing, schwing, schwing. Schwing, schwing.